Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin und es ist ein bisschen mehr als ein Statement. Es sind grundlegende Ausführungen zum Thema Pädagogik und zu der Frage, was ist in dieser ganz jungen Disziplin an wissenschaftlichen Verortung und Theoriebildung festzuhalten für die Diskussion des heutigen Tages. Ich würde gerne was sagen zur Pädagogik, überhaupt zur Begriffsbildung und zur wissenschaftlichen Verortung zum Einstieg. Dann, was haben wir für ein Bildungsverständnis in der Pädagogik? Und was sind in dieser Logik Lernfelder, Lernorte und thematische Orientierungen? Um dann die Verknüpfung der Geragogik, also der Bildungsarbeit im Prozess des Alterns, mit der Deontologie, mit einigen Alterntheorien zu verknüpfen und zum Schluss auch zu fragen, welche Relevanz und auch politische Relevanz hat Altersbildung und Geragogik. Zunächst mal zum Begriff. Der Begriff Geragogik hat seine Wurzeln im Griechischen, setzt sich zusammen aus zwei Wortteilen, die letztendlich die Orientierung ergeben der Begleitung. Also Geraios und Ago, ich führe ihn, ich leite, ich zeige den Weg, macht auch deutlich, welche Zielrichtung verbunden ist mit dem, was wir Bildungsarbeit im Kontext von Alternen. Jetzt ist vielleicht versehen, deshalb nehmen wir das weg. Das ist ein Begriff, der relativ neu ist, dennoch in der deutschsprachigen Fachliteratur schon Mitte der 60er Jahre aufkam, aber nicht so umfangreich gebraucht wurde. Denn noch in den 70er Jahren wird es ein bisschen paradox, die Geragogik bezeichnet als die Pädagogik des alternden und alten Menschen. Und es wird festgehalten, dass es die Wissenschaft sei von den pädagogischen Bedingungen, von den Begleiterscheinungen und den Folgen des Alterungsprozesses. Geragogik, das ist jetzt schon deutlich geworden, kann in dieser Logik verstanden werden als Teil der Erziehungs- und Bildungswissenschaft. In dieser Dreiteilung, neben der Pädagogik, der Anthropologik, der Geragogik, also die Forschung, Lehre und Praxis der Altersbildung. Wenn wir das nochmal näher betrachten, was heißt es in dem erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Kontext, dann geht es auf jeden Fall um das Lernen im Prozess des Alterns. Und damit ist gemeint der Lebenslauf, denn wir altern ja von Geburt an und das Thema Altern im Prozess heißt, es beginnt nicht, wenn wir 60 sind, sondern schon weitaus früher, aber es ist immer dann, es hat sich dann pädagogische Inhalte, wenn wir uns mit Themen des Älterwerdens beschäftigen. Und da läuft parallel dazu der zweite Strang, auch in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, der vor allem sich richtet auf die Frage, und wie gestalten wir denn Prozesse des Lernens auch als intergenerationelles Lernen? Also das eine die Inhalte, das andere eher das methodisch-didaktische. In der Logik heißt es auf der einen Seite Vorbereitung auf das Alter, methodisch. Wie gestalten wir, wie bereiten wir solche Prozesse vor? Ach, das ist hier schwarz-weiß. Bei mir ist es bunt, aber es ist gut zu sehen. Möglicherweise sind bestimmte Dinge, die farbig gekennzeichnet habe, dadurch nicht erkennbar, aber das ist nicht so schlimm. Wir können also insgesamt sagen, aus der erziehungs-bildungswissenschaftlichen Sicht ist es auf der einen Seite das Lernen im Alter und auf der anderen Seite die Frage der Gestaltung von Lernprozessen im Alter und für das Alter. Das heißt, es geht um ein Entwickeln und um ein Lernen als eine Art selbstgesteuerten Prozess, immer unter dem Einfluss der Umwelt. Wenn wir jetzt die Gerontologie dazu nehmen, denn wir haben es mit der Geragogik, ja mit dem Thema Alter zu tun, dann haben wir auf der einen Seite die Gerontologie als Wissenschaft, auf der anderen Seite die Erziehungs- und Bildungswissenschaften und dazwischen verortet sich irgendwo die Geragogik. Und in der Gerontologie, Sie haben gestern Abend ja den Vortrag von Professor Bose gehört, einem der Vertreter der Gerontologie in Deutschland, dann beschäftigt sich Gerontologie mit der Frage, wie und warum wird überhaupt
gelernt. Im Alter, in der zweiten Lebenshälfte, aber auch im Übergang zum Beispiel zum nachberuflichen Leben, aber auch aus der Lebenslaufperspektive im gesamten Prozess des Alterns. Und auf der anderen Seite die Erziehungs- und Bildungswissenschaften, die fragen, wie lassen sich denn Lernprozesse gestalten und was müssen wir beachten, wenn es sich genau um Alternsfragen handelt. Das heißt, die Pädagogik ist im Schnittfeld von Erziehungs- und Bildungswissenschaften und der Gerontologie. Und auf der einen Seite geht es eben eher um Verstehen und Erklärung und auf der anderen Seite um das Entwickeln von Kompetenzen. Ja, das ist dann animiert, das soll es nicht sein. Irgendwas hängt jetzt hier, leider. So. Also Pädagogik ist eine Disziplin und Perspektive auch innerhalb der Gerontologie. Und in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft, stellt sich das so dar, da gibt es vier Sektionen innerhalb der deutschen Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie. Es gibt eine Abteilung, eine Sektion, die beschäftigt sich eher mit den Fragen, warum altern wir überhaupt, was geht da vor sich, mit der Biologie des Alterns. Es gibt die stark medizinisch dominierte zweite Sektion der Geriatrie und Gerontopsychiatrie. Dann gibt es die Sektion 3, in der Franz Kolland sich verortet hat. Das sind vor allem die universitären Wissenschaften, Gerontosoziologie, Psychologie, Demografie, Philosophie. Und es gibt eine Sektion 4, das ist die größte der deutschen Gesellschaft, das ist die soziale Gerontologie. Und innerhalb dieser vierten Sektion, der sozialen Gerontologie, ist die Pädagogik verankert. Als eigener Arbeitskreis Pädagogik in Forschung und Lehre und mit eigenen Traditionen, die sich in der Zwischenzeit entwickelt haben. Macht deutlich, wir haben es mit einem Thema zu tun, das Bezugspunkte hat zu einer Reihe von Wissenschaftsdisziplinen, dennoch immer so ein bisschen dazwischen steht, sowohl als auch und zu 100%ig von niemandem auch zugeordnet werden kann. Das zeigt sich auch schon darin, einige von Ihnen, die auch hier sind, waren ja auch schon ein bisschen Arbeitskreis Pädagogik, dass wir aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, auch die verschiedenen disziplinären Perspektiven mit hineinbringen. Das geschieht auch heute. Ich bin Sozialgerontologin, Franz Kolland ist Soziologe. Diese verschiedenen disziplinären Perspektiven auf ein Thema können manchmal Widersprüche auslösen, aber auch ein großer Gewinn sein, weil es nicht so eindimensional läuft. Es macht aber auch deutlich, dass Theoriebildung in einer relativ jungen Ausrichtung und Wissenschaft noch ziemlich am Anfang steht und dass es da noch Aushandlungsprozesse gibt. Klar ist für alle, die sich ganz gleich aus welcher Disziplin sie kommen, bestimmte anthropologische Prämissen gibt, also es steht ein bestimmtes Menschenbild hinter dem, was wir tun. Das ist ganz stark geprägt von der Aussage, jeder Mensch hat Würde in jedem Lebensalter. Besteht auch darin, dass wir uns verständigt haben auf diese Begriffe Autonomie und Selbstbestimmung des Menschen und dass es darum geht, diese Bildungsprozesse zu fördern und dass für alle als Grundlage besteht die zentrale Hypothese, Bildung stellt in jedem Lebensalter ein Grundrecht dar. Wie wir das umsetzen, ist dann immer ganz stark von den verschiedenen Perspektiven abhängig. Wir können also so als Zwischenfazit 1 zur Begriffsbildung festhalten, die Pädagogik steht ganz klar im Schnittfeld, vor allem von Erziehungs- und Bildungswissenschaften und Gerontologie, nicht ausschließlich, aber das sind die beiden Hauptrichtungen. Innerhalb der Gerontologie ist sie ganz nah an der sozialen Gerontologie verortet und ganz stark verknüpft mit sozialen Fragen. Und sie fragt einerseits nach spezifischen Lerninhalten und Zielen, die mit dem Prozess des Alterns verbunden sind, aber andererseits auch, wie wir diese Lernprozesse in einer sehr sinnvollen und bedarfsgerechten Form so gestalten können, dass sie bei den Menschen auch ankommt. Ziel ist, dass sie Anregungen zur Förderung
und Erkundung eigener Lebenspotenziale und Selbstbildung liefert. Und wenn wir das weiterdenken, heißt es, eine Aufgabe der Gerlagogik ist auch die Begleitung von gesellschaftlichem und verantwortlichem Handeln Einzelner und von Gruppen. Das ist ganz grob zur Begriffsbildung, wo sich Gerlagogik verortet. Dahinter steht ein ganz bestimmtes Bildungsverständnis. Das würde ich gerne zunächst mal festmachen an dem Verhältnis von Lernen und Bildung. Und da steht die banale Aussage am Anfang, dass wir überhaupt lernen können, ist die Grundlage für Bildung. Das bedeutet aber auch, dass wir älteren und alten Menschen diese Fähigkeit zugestehen, zu lernen, dann ist Bildung möglich. Und es wird auch deutlich, was wir unter Bildung verstehen, ist keineswegs so einheitlich definiert, sondern es ist ein sprachlich, kulturell, historisch bedingter Begriff mit einer sehr komplexen Bedeutung. Und es erweist sich ziemlich schwierig, überhaupt einen einheitlichen Bildungsbegriff zu finden. Weil je nach Ausrichtung und nach Interessenlage, wer in welchem Kontext Bildungsarbeit macht, auch die Ansichten darüber erheblich auseinandergehen, was unter Bildung verstanden werden sollte. Ich erinnere mich gut an die Debatte innerhalb der Deutschen Fachgesellschaft, dass zum Beispiel Ansätze, die eher in einen kreativen Bereich gehen, wir haben ein gutes Beispiel dafür, so ein bisschen naserümpfend betrachtet worden sind und eher die Bildung verengt gesehen wurde auf das, was wir Seniorenstudium nennen. Alles andere war eher so spielerisch und gar nicht so ganz ernst zu nehmen. Also die Frage, wer blickt da drauf und wer definiert es, ist doch von erheblicher Bedeutung für diesen Bildungsbegriff. Allgemein, sehr allgemein ausgedrückt, bezeichnet Bildung die Formung und Entwicklung des Menschen im Hinblick auf sein Menschsein. Und da hat der Begriff Selbstverstehen als Mensch und Begreifen und Aneignen der umgebenden Welt einen ganz hohen Stellenwert. Und wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, dann sind wir in dem großen Feld der sozialen Altenarbeit in sehr vielen unterschiedlichen Bezügen. Das ist ein sehr weiter Bildungsbegriff. Wir können also auch sagen, Lernen ist, im Alter ist Voraussetzung für Altersbildung der Logik und die hat ihren Kern in Entwicklung des ganzen Menschen. Und es geht um die Aneignung der eigenen Lebenswelt, der eigenen Herausforderungen und der Änderungen, die im Alter vor sich gehen. Dabei haben wir aufs Alter ohnehin sehr differenzierende Perspektiven. Was ist das eigentlich Alter? Wir haben sehr unterschiedliche Menschen und Lebensgeschichten, biografische Prägungen, unterschiedliche Lebensmuster und Lebenslagen. Und da ist lange Zeit ein Ordnungsversuch gewesen. Alter, waren wir uns sehr schnell einig, das kalendarische Alter sagt wenig aus. Was können sonst für Kategorien kommen? Eine Alternative waren die sozialen Alterskategorien, die eingeführt worden sind. Und so hat sich ja auch Bildungsarbeit lange, auch kirchliche Bildungsarbeit in Deutschland lange orientiert auf das dritte und auf das vierte Lebensalter. Also Alterskategorien, die unabhängig sind vom kalendarischen Alter, sondern eher beschreiben, in welchem allgemeinen Zustand Menschen sind. Das dritte Alter steht dafür fit und aktiv, das vierte Alter für doch allmählich sich zurückziehend, zurückgezogen, das fünfte Alter, das inzwischen diskutiert wird, für das Thema Pflegebedürftigkeit, Abhängigkeit. Und dennoch wird klar, so ganz trennscharf ist es auch nicht. Und es ist dann der zweite Versuch da, mögliche typische Ereignisse im Alter diesen sozialen Alterskategorien zuzuordnen. Zum Beispiel im dritten Alter das Thema Partnerschaft, Neufinden, Neuaushandlungsprozesse, wenn die Familienphase beendet ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn Partnerschaft wieder stärker in den Vordergrund rücken kann, rein zeitlich, rein von der Aufmerksamkeit her, oder aber auch Ende der beruflichen Tätigkeit. Für das vierte Alter als relativ typisch, zum Beispiel das Erleben von Hilfe- und Unterstützungsbedarf, dieses Erleben so ganz unverwundbar bin ich nicht. Da kommen so die ersten Einschränkungen.
und fürs fünfte Alter zum Beispiel der Einzug in das stationäre Pflegeheim. Man kann sagen, Altern heute ist ein sehr dynamischer Prozess, bewegt und immer wieder in Bewegung, lebenslang und biografisch verankert. Es ist ganz stark abhängig von der jeweiligen sozialen und ökologischen Umwelt. Es ist ein Prozess, der bei den Geschlechtern unterschiedlich verläuft. Und es ist geprägt von großen Unterschieden zwischen den einzelnen Menschen, den Individuen. Und ein wichtiger Gedanke ist hierbei, dass das objektive und subjektive Alter oft gar nicht deckungsgleich sind. Und Alter ist verbunden mit Entwicklungspotenzialen und Grenzen und gekoppelt mit vielen Lernherausforderungen und Lernnotwendigkeiten. Wenn wir uns, das will ich nur ganz kurz machen, wir haben uns gerade eben auch darüber unterhalten, es gab eine Entwicklung, Sie haben ja vorhin auch gehört, so seit den 60er Jahren gibt es auch eine Begriffsbildung. In den 60er Jahren war die Perspektive eher auf diesem Blickwinkel, wir machen Bildungsarbeit für Ältere. Ganz klar von einem eher betreuenden Gedanken getragen und die pädagogischen Konzepte, die da im Hintergrund standen, waren eher Fürsorge und Erhaltung. Dann vor allem auch im Kontext der Bildungsexpansion in den 70er Jahren, Öffnung von Bildungsinstitutionen, das Thema Chancengleichheit, das Thema Ausgleich von Mangelsituationen und Problemorientierung, die Erkenntnis, Bildungsarbeit muss mit Älteren geschehen. Also da ändert sich die Perspektive. Und dann kommt in den 80er Jahren der Begriff der Senioren, der Begriff, der das Alter ablösen soll, mit dem ich eher Schwierigkeiten habe. Ich denke, es ist ein sehr stark marketinggeprägter Begriff. Zur Seniorenbildung, da geht es um Themen wie auch Kultur, Gesundheitsbildung. Da kommt dann auch das Thema Studium im Alter ganz massiv mit dazu. Es entstehen Seniorenstudiengänge und da geht es um Kompetenzentwicklung. Und unser Kollege Stuttgart Wilken, der ja als einer der ersten so ein Seniorenstudium in Dortmund entwickelt hat, entwickelt zum Beispiel in diesem Kontext auch dieses Modell der tertiären Sozialisation. In den 90er Jahren sprechen wir dann von der Alternsbildung. Das Thema Altern als Prozess steht im Vordergrund, aber vor allem die Vorbereitung auf das Alter. Das Alter wird Thema. Es geht auch um das Thema Selbstorganisation und es kommen Konzepte dazu wie Prävention und konstruktivistische Didaktik. Und seit 2000 ungefähr bis heute sprechen wir von der Altersbildung. Insofern ist der Titel von Franz Kolland nicht ganz korrekt. Es geht um das Thema, du hast da mal nicht geschrieben. Ich habe nicht geschrieben. Es geht um Lebensbereicherung, das Thema Empowerment, selbstbestimmtes Lernen, Lernen zum Engagement. Es differenziert sich erheblich aus und es kommen völlig neue Aspekte dazu. Insgesamt, glaube ich, können wir festhalten, mit dieser langen Geschichte hat sich gezeigt, ältere Menschen haben gute Potenziale fürs Lernen. Das kommt schon aus den 70er Jahren, zum Beispiel zeigt es die Bonner Altersforschung auf, die mit dem Defizitmodell des Lernens im Alter auch ein Stück aufräumt, aber wirklich, und die zentrale Aussage heißt hier, die Lernfähigkeit verschlechtert sich überhaupt nicht generell im Lebenslauf, sie verändert sich nur in Bezug auf bestimmte Faktoren und Inhalte. Aber richtig einen neuen Schwung erfährt das auch mit den Ergebnissen der Forschung aus den Neurowissenschaften, die tatsächlich nachweisen, dass wir sogar bis ins achte Lebensjahrzehnt hinein durch Training neue Synapsen im Gehirn bilden können. Und die zentrale Aussage kommt hier, im Alter verringert sich zwar die Lerngeschwindigkeit, aber das langsamere Lernen steigert die Genauigkeit und ein wesentlich größerer Erfahrungshintergrund, der da ist, verbessert das neue Lernen im Ergebnis, weil es integriert werden kann in bestehende Wissensbestände. Man kann
kann also als Zwischenfazit 2 sagen, ältere alte Menschen sind lernfähig, werden aber anders, werden oft genauer und verknüpft mit den bisherigen Erfahrungen. Und deshalb, wenn wir das konzeptionell denken, sollten Bildungsangebote an diesen lebensgeschichtlichen Erfahrungsschatz und an den Fragen der alltäglichen Lebenswelt unbedingt anschließen. Nicht irgendetwas als Wissen vermitteln, was abstrakt ist, sondern verknüpft mit dem, was wird im Alltag gebraucht. Was sind die zentralen Fragen? Und es gibt die wichtigen Gründe für Bildung im Alter, weil sowohl Wohlbefinden, soziale Einbindung, aber auch Gesundheit davon günstig beeinflusst werden. Und man kann insgesamt sagen, Altersbildung, Pädagogik ist ein wichtiger Faktor dafür, die Chancen, die das Alter bietet, zu begreifen und wahrzunehmen. Wenn wir also mit diesem weiten Bildungsbegriff, mit dieser Entwicklung, die ich jetzt kurz skizziert habe, fragen, was sind dann Lernfelder, was sind Lernorte und was sind thematische Orientierungen, dann ist es ein sehr breiter Kanon. Wir müssen aber zunächst mal die gesellschaftliche Realität betrachten. Wir wissen, immer mehr Menschen werden älter und die wachsende Zahl von ihnen lebt alleine. Und wenn wir dann einschlägige Studien anschauen, dann haben wir den Eindruck, dass zu den Bildungsangeboten überhaupt nur eine Minderheit der über 70-Jährigen Zugang hat. Allerdings muss man sehr kritisch sagen, diese Studien beschäftigen sich ganz häufig mit traditionellen Bildungsangeboten und blenden eben sehr viele Bildungsgelegenheiten aus, die wir mit diesem weiten Begriff erfassen. Da gibt es Gründe dafür, das sind häufig bildungsbiografische Erfahrungen, der gesundheitliche Zustand, die Mobilität, die nachlässt. Wenn wir also zum Beispiel aus einer Studie von Manning 2008 uns anschauen, wie sieht es aus mit der Kurve, und da sind ja noch die relativ Jungen, die 50, die 64-Jährigen, da nimmt es zwar zu, auf 34% in diesem Erhebungszeitraum, aber es ist halt gerade mal ein Drittel derjenigen, die tatsächlich erreicht werden. Gefragt werden muss, was erheben die aber? Was ist im Grunde genommen der Hintergrund? Und da ist zum Beispiel die Kursbelegung an Volkshochschulen nach Alter ein wichtiger Punkt. Das sind also die traditionellen Bildungsanbieter, wo ich mich anmelden muss, wo ich hingehen muss, wo ich ein Interesse zeigen muss, wo ich auch eine bestimmte Affinität haben muss zu diesem Bildungssystem. Wenn wir also fragen, was könnten darüber hinaus Orte der Bildung im Alter sein, dann zeigen sich aus meiner Sicht, und das gehört für mich zur Theoriebildung unabdingbar dazu, dass wir vielfältige Praxisfelder haben. Wir haben also neben den Volkshochschulen die kirchliche Altenarbeit, das klassische, die Universitäten des dritten Lebensalters. Jetzt kommen aber ganz andere dazu. Ich sehe auch Seniorenwohnanlagen als Orte der Bildung. Denn wenn wir Bildung begreifen als sich mit dem Täglichen auseinandersetzen, mit dem, was uns als zentrale Fragen im Änderungsprozess im Alter bewegt, ist das ein ganz wichtiger Ort. Das gilt auch für Alltagsbezugsgruppen, in Milieus, in Nachbarschaften, im Sinne von Sozialraum. Wir haben die neuen Medien, wir haben den Kultur- und Freizeitbereich. Und was ich finde, es kommt so allmählich auch dieser große Bereich des Reisens. Ältere sind unglaublich reisehungrig, reisefreudig in den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch die Busreisen. Altes könnten Lernorte sein. Ich kann die so oder auch ganz anders gestalten. Und natürlich auch Selbsthilfeinitiativen. Und wir haben bei der Bildung im Alter inzwischen vielfältige Lernfelder. Da geht es natürlich, das steht im Mittelpunkt, um Wissenserwerb. Das haben wir vorhin gehört. Lernen ist die Voraussetzung für Bildung. Es geht aber auch um Gesundheit und Prävention. Es geht um das Entdecken von biografisch erworbenen Ressourcen und Potenzialen. Es geht um kreative Lebensgestaltung, um den interkulturellen Austausch. Es geht um den Generationendialog, um Sinnorientierung und Spiritualität und ganz stark in der Debatte um den demografischen Wandel und um den Fachkräftemangel, auch um berufliche Weiterbildung, vor allem vor dem Hinblick darauf, dass Menschen länger arbeiten. Es geht um nach- und nebenberufliches Engagement, um das Thema Alltagsbewältigung
und zunehmend auch, ich war gerade am Mittwoch auf einem großen Kongress, wo es um das Thema Technik und Alter ging, um die Frage, welche Lernanreize, Möglichkeiten und Notwendigkeiten zeigen sich im Zusammenhang mit der Einführung von neuen Technologien in diesem Altersumfeld, unter diesem Stichwort AAL, dann, wenn wir es begreifen, als Ermöglichung, möglichst lange im eigenen Lebensumfeld, im Sinne von Autonomie und Selbstständigkeit, sein Leben zu gestalten. Es geht also nicht um eine Art Schule für Ältere, sondern es geht um, da ist eher so diese Haltung da, jetzt ist was anderes dran, jetzt geht es ums Leben. Es geht eher um Bildung im Alter, im Sinne von Verknüpfung von Lernen und Handeln. Und zur aktuellen Situation, wir haben sehr unterschiedliche Lernformen. Da gibt es einerseits, wie wir gesehen haben, die institutionellen Angebote für Ältere, das sind Ältere als Hörer, als Konsumenten, als Hilfsbedürftige, geprägt von einer klassischen Angebotsstruktur, aber auch geprägt von einer Kommstruktur, die das Thema Mobilität, wir haben es vorhin gesehen, immobile alte Menschen mehr oder weniger ausschließt und ganz stark die Orientierung hat an den vorgebildeten Älteren. Wir haben, und das ist in vielen Modellen und Modellprojekten erprobt, Angebotsformen mit einem starken Selbstbestimmungscharakter, mit einer Hinführung und Ermutigung zu mehr Selbstbestimmung. Allerdings hat es immer noch einen Inselcharakter, hat noch keine Regelstrukturen, aber sehr gute und überzeugende Resultate in Projekten. Und wir haben selbstorganisierte Formen. Wir haben Ältere als Expertinnen der eigenen Lebenslage, die sich zusammentun und ihre eigenen Fragen in die Hand nehmen. Setzt aber Handlungsfähigkeit voraus. Und auch da ist es so, dass diejenigen, die nicht wissen, wo sie sich da zusammentun können und das nicht frühzeitig gelernt haben, kaum vertreten sind. Zu diesen drei Formen kann man also sagen, institutionell organisiert. Das zweite wäre an Institutionen angeschlossen, aber mit einer ganz starken Selbststeuerung. Und das dritte ist informell selbst organisiert. Da haben wir die Entwicklung, das erste, wir haben es gesehen an den Statistiken, institutionell organisiert. Da nimmt der Anteil ab 60 sukzessive ab. Wir erleben aber in vielen Projekten, dass das Nutzen von Institutionen mit Ansätzen, die mit einer starken Selbststeuerung verbunden sind, wächst, Interesse generiert, Menschen auch anspricht und das Gleiche gilt für die dritte Form. Und dabei haben wir eine sehr starke Lernortdifferenzierung. Es gibt also explizite Lernorte und implizite Lernorte und dazwischen was die intermediale Lernorte, was verstehen wir darunter. Bei den expliziten Lernorten, die also für die Bildung sozusagen vorgesehen sind, Volkshochschulen, öffentliche Bildungsstätten, gewerkschaftliche Bildungsstätten, Hochschulen, aber auch Einrichtungen der betrieblichen Weiterbildung. Und da ist das Präsenzlernen die Form. Dann haben wir die intermedialen Lernorte, das wären Verbände, Vereine, das freiwillige bürgerschaftliche Engagement. Da haben wir ein explizites und implizites Lernen, das heißt, da gibt es häufig Vorbereitungskurse, Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten, aber man lernt auch im Tun, in diesem Engagiertsein. Und das dritte, die impliziten Lernorte, das wären Familien, soziale Netzwerke, Medien, aber auch kulturelle Einrichtungen wie Theater und Museen, da geht es ums Lernen im Alltag. Die gewohnten Programmstrukturen laufen so, die Institution hat eine Idee, macht ein Angebot und Ältere sind dann Abnehmer. Wenn wir aber vorhin gehört haben, zu den Prämissen von Geragogik gehört das Thema Selbstbestimmung, Förderung von Autonomie, kann man sagen, das Modell widerspricht eigentlich der Idee vom selbstbestimmten Altern. Von daher müssten wir, wenn wir konzeptionell nachdenken, sehr viel stärker über selbstbestimmtes Lernen konkret nachdenken, das heißt, Fragen statt anbieten oder belehren. Das heißt, über Wege des Lernens und über Hindernisse sprechen, Transparenz herstellen, deutlich machen, verdeutlichen, weniger steuern, ermutigen zum Suchen eigener Lösungen,
Freiräume und anregende Materialien bereitstellen und vor allem die Schwachen stützen. Kleine Erfolge dokumentieren und das Voneinanderlernen der Älteren fördern und als Ansprechpartner offen und präsent sein. Wir müssen bei der Realisierung des selbstbestimmten Lernens in der Bildungsarbeit mit Älteren beachten, dass wir ermöglichen als eine bewusste Entscheidung und das als eine bewusste Entscheidung auch als Bildungsanbieter. Es geht mir nicht um Anbieten eines Themas, es geht als Ziel um Ermöglichung, zu schauen, wie ist die Ausgangslage der Lernenden vorab. Es geht um aktive individuelle Unterstützung der Bildungsungewohnten beim Lernen und es geht vor allem um das Schaffen einer sehr angstfreien Atmosphäre, in der sich auch das Vertrauen zur eigenen Lernfähigkeit entwickeln kann. Und das machen wir, indem wir drei Formen von Bildungsprozessen unterscheiden. Einmal das klassische Bildung als Prozess des Erwerbs und der Erweiterung von Wissen im Sinne von Kursen und Weiterbildung. Als zweiter Ansatz Bildung als Prozess des Erwerbs und des Erhalts von Kompetenz. Und das dritte Bildung als reflexiver und transformativer Prozess. Und jetzt werde ich hier an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr abkürzen. Das lasse ich weg, weil ich glaube, einen wichtigen Aspekt sollten wir unbedingt aufgreifen. Ich möchte dem Franz Holland keine Zeit geben. So, wir haben gerade eben jetzt gehört, und das, Sie kriegen die Präsentation insgesamt. Sie können jetzt die Sachen, die wir nicht besprechen können, auch für sich selber nochmal nachlesen, nachempfinden. Was mir aber wichtig ist, wenn ich jetzt so ein Plädoyer für unterschiedliche Lernorte, thematische Differenzierung für den breiten Begriff und für dieses Plädoyer für Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Lernen, Förderung von Autonomie in den Mittelpunkt stelle, dann haben wir gerade eben gehört, wir haben drei verschiedene Zugangswege und da ist das informelle Lernen nochmal ein Aspekt, auf den ich abschließend gerne eingehen möchte, weil der häufig ein bisschen aus dem Blick gerät. Wir haben gerade eben gehört, wir haben explizite Orte des Lernens, wir haben Orte in dem intermediären Bereich und wir haben Orte, in denen wir eher informell lernen im Alltag und da waren Stichworte Alltag, Familie. Und ich würde gerne den Blick hier drauf lenken, was heißt es, wenn wir wissen, welche Bedeutung das hat für die Gestaltung von Bildungsprozessen, für Angebote. Diese Form des informellen Lernens im Alltag wird in der Fachdebatte als intentional, eher autodidaktisches, von uns selbst ausgehendes und selbstgesteuertes Lernen bezeichnet. Und das wird vor allem von älteren Menschen bevorzugt, die wenig Zugang zu diesen traditionellen Bildungseinrichtungen haben, die wir sie gerade eben gesehen haben. Also die dann im Grunde genommen nicht kommen, die nicht erreicht werden. Die nutzen eher die Alltagsressourcen, um mit neuen Herausforderungen oder Veränderungen in ihrem Leben fertig zu werden. Das heißt, ein großer Teil des Lernens älterer findet außerhalb von Bildungseinrichtungen statt. Das ist inzwischen umstritten. Allerdings werden bei diesem informellen Lernen verschiedene Formen und Grade von Reflexivität und von institutioneller Einbettung unterschieden. Wir haben die Form, dass durch äußere Auslöser oder kritische Lebensereignisse, die wir nicht geplant haben, die wir nicht erwartet haben, die aber heftige Reaktionen auslösen, zum Beispiel Schock, Freude, dieses nicht intentionale Lernen ausgelöst wird. Ich bin gezwungen, umzudenken, umzulernen, weil es einen äußeren Anlass gibt. Lernen findet dabei in der Bearbeitung oder Bewältigung statt und es gibt eine klare Auslösesituation, die identifizierbar in Erinnerung bleibt. Eine andere Form ist das beiläufige
Lernen und auch da sind sie dann Telelernen gelernt oder auch Lernen so im Vorbeigehen, en passant. Das geschieht eher unbewusst, ungeplant und ausgelöst durch Lernanreize, die in der Begegnung mit Personen und in der Bewältigung neuer Situationen haben. Dann gibt es noch das teilintentionale Lernen, das im Rahmen von Handlungen stattfindet, die gar nicht wegen des Lernens ausgeführt werden, die aber Lernen auslösen und erfordern. Ich habe gerade eben das Thema Reisen genannt. Reisen können zum Beispiel sein. Aber auch ein Konzertbesuch, ein Hobby oder eine Aufgabe, für die man sich explizit entscheidet, wie zum Beispiel das freiwillige Engagement. Kennzeichen ist also das fehlende Lernziel am Ausgangspunkt. Ich will eigentlich gar nicht dahin, um zu lernen. Obwohl später ganz häufig noch erinnert werden kann, bei welcher Gelegenheit das Wissen und Können erworben wurde. Wenn wir aus der Studie At Age schauen, da sind Menschen befragt worden, was sind Lerngelegenheiten, was trifft auf sie zu, was haben sie noch nie gemacht und was sind die Durchschnittswerte, dann wird hier sehr schnell deutlich, dass durch den Austausch mit meiner eigenen Familie, durch den Austausch mit derzeitigen oder früheren Partnern, Austausch mit Freunden und Bekannten ein relativ hoher Lernanreiz geschieht. Wir lernen in diesen Austauschgelegenheiten. Wir lernen aber auch durch den Besuch von Museen, durch Reisen etc. Wenn wir Schlussfolgerungen aus dieser Studie ziehen, dann zeigen die Zahlen einerseits, wie verbreitet tatsächlich dieses informelle Lernen im Alltag ist. Das heißt, der Alltag ist ein wichtiger Lernort. Andererseits zeigt sich auch deutlich, dass zum Beispiel so viel gepriesene Zugänge wie Internet, Ehrenamt, Nebenjobs zwar eine hohe Bedeutung haben, aber nur etwa für die Hälfte der Älteren. Weil diese Formen des informellen Lernens natürlich Eigenverantwortung und Selbststeuerung der lernenden Person ganz stark in den Vordergrund stellen. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass der Lerngewinn durch Internet oder freiwilliges Engagement deutlich geringer eingeschätzt wird als der Austausch mit Familie, Partnern und mit Gleichaltrigen, also dem sozialen Umfeld. Und genutzt werden für das informelle Lernen ganz unterschiedliche Orte, Angebote und Medien, sowohl in diesem beiläufigen Lernen als auch in dem teilintentionalen Lernen. Es gibt also vielfältige potenzielle Handlungsfelder jenseits der herkömmlichen Organisationsstrukturen, die wir bisher ganz wenig im Blick der Altersbildung hatten und die wir stärker in den Blick nehmen sollten. Und für die Geragogik ergibt sich daraus ein Auftrag, der mit dem Begriff dieses Life-Wide Learning beschrieben werden kann, das alle Formen mit einbezieht. Es geht darum, in lebensweltlichen Kontexten Zugehende und an den Bedürfnissen der potenziellen nutzerorientierten Bildungsgelegenheiten und Bildungsorte zu schaffen. Und es geht auch darum, dass wir diese Reflexivität jenseits der traditionellen Organisationen ermöglichen, die wir vordergründig mit Bildung verbinden. Sonst besteht unter Umständen die Gefahr, dass informelle Lernorte zu bloßen Orten der Wissensgenerierung verkümmern, ohne dass sie den sozialen und integrativen Aspekt von Bildung in sich tragen. Denn Altersbildung ist mehr als Wissenserwerb und muss deshalb auch aus meiner Sicht die informellen Lernorte mit in den Blick nehmen. Ich komme zu meinem Fazit. Eine möglichst breite Beteiligung Älterer an Bildungsprozessen, und das ist ganz sicher unser Ziel, entwickelt sich nachhaltig nur dann, wenn Handeln mit Reflexion verbunden werden kann, wenn von der Aktivität die Suche nach den jeweils sinnstiftenden Möglichkeiten und Aufgaben steht. Und es ist aus meiner Sicht wenig erfolgversprechend, politische und moralische Appelle an die Verantwortung der älteren Generation zu richten. Es geht, die sollten sich beteiligen, die müssen sich beteiligen, die haben die Verpflichtung zum Lernen bis ins hohe Alter. Es geht vielmehr aus meiner Sicht darum, positive Erfahrungen der gesellschaftlichen Beteiligung zu ermöglichen und durch Bildungsangebote, vor allem durch Bildungsangebote für die weniger Bildungsgewohnten, darauf vorzubereiten und den Handlungen zu begleiten.
Es kann also für den einzelnen Menschen nicht um das Engagement, um das sich einbringen in die Gesellschaft an sich gehen, sondern es muss immer an biografische Erfahrungen und Prägungen anschließen und es muss alles als sinnstiftend erlebt werden. Wenn wir das beachten, dann profitiert auch Gesellschaft nachhaltig davon, dass wir Bildungsangebote verankern. Vielen Dank.